Man mag nicht glauben, wie spannend Zahnräder und Getriebe sind. Die ZF Friedrichshafen, ein Technologiegigant. ZF steckt in fast allem, was fährt, fliegt oder schwimmt. Erfindungen von ZF verändern unsere Welt. Wir stehen vor den größten Veränderungen in der Automobilindustrie, die wir jemals gesehen haben. Und dazu die entsprechenden Produkte zu entwickeln, die da auch ihren Beitrag dazu leisten, das ist das, was mich anspornt. Ideen, neue Ideen, bessere Produkte. Sieht aus wie eine Spazierfahrt. Aber Chefentwickler Domian ist gedanklich mitten im Getriebe. Ich bin im Auto schon im Kopf bei der Arbeit. Ich genieße das, mit dem Getriebe zu fahren, aber ich mache mir auch laufend Gedanken, wie man das natürlich noch weiter verbessern kann. Wir müssen darauf schauen, dass wir wirklich Getriebe entwickeln und an den Markt bringen, die so wenig Kraftstoff verbrauchen wie nur irgend möglich. Und im Vergleich zu Handschaltgetrieben haben wir hier einen großen Vorteil. Also ein Getriebe schaltet immer dann, wenn es vom Verbrauch her wirklich am besten geeignet ist. Wir gehen jetzt mal in einen höheren Gang und ich trete dann das Gaspedal sehr schnell durch und man merkt, wie schnell das zurückschaltet, in ungefähr 0,3 Sekunden. Die Leistung steht sofort zur Verfügung. Es drückt einen so richtig in Sitz und man kann voll beschleunigen. Das schafft kein Handschalter und das macht Spaß. Die ersten Getriebe verlangten noch das ganze Können der Fahrzeuglenker. Jedes Mal, wenn wir schalten, wenn wir einen neuen Gang wählen, neue Zahnradpaare zum Eingriff bringen, schaffen wir neue Hebelverbindungen. Erst das Wechselgetriebe machte es überhaupt möglich, den Verbrennungsmotor zum Fahrzeugbetrieb heranzuziehen. Beim Anfahren, auf Steigungen, müssen wir, ob wir wollen oder nicht, Zahnradübersetzungen einschalten. Wenn ein Anfänger schlecht schaltet, sodass die misshandelten Räder schreien und knirschen, wird uns ihre Existenz bewusst. Wir bereiten ja schon wieder den neuen Innovationsträger vor. Und da werde ich mir jetzt gleich mal von meinen Kollegen zeigen lassen, welche Vorschläge da vorbereitet wurden. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. In Friedrichshafen arbeiten rund 1000 ZF-Mitarbeiter in der Forschung. Ihr Ziel? Neue Technik, die in 5, 10, 20 Jahren das Fahren sparsamer, komfortabler und sicherer machen soll. Doch von Forschung alleine kann man nicht leben. In den Werkshallen dreht sich alles um das Kerngeschäft. Getriebe für Lkw und Busse. Aus Rohlingen entstehen Zahnräder von höchster Präzision. Nahezu alles, was in ein Getriebe gehört, wird hier produziert von ZF. Und die Fertigung selbst läuft wie ein perfekt organisiertes Räderwerk. ...180.000 Getriebe für Nutzfahrzeuge stellt ZF in Friedrichshafen jährlich her. Trotzdem, monotone Fließbandarbeit, das war einmal. Heute betreut jeder Mitarbeiter gleich mehrere Montageschritte. Seine Aufgaben können jederzeit wechseln. Das fordert den Mitarbeiter, macht dafür die Arbeit vielseitig und abwechslungsreich. Das sind Lkw-Getriebe, die nennen sich ZF Aistronic. Die macht die ZF in zwei verschiedene Ausführungen. Gibt's da einmal 12-Gang für Lkw-Getriebe und einmal 16-Gang für Lkw-Getriebe. Man arbeitet hier im Dreischichtbetrieb, Früh-, Spät- und Nachtschicht und macht halt im Schnitt 150 Getriebe pro Schicht. Mein Opa war schon in der ZF und ja, und dann halt mein Vater und ich. Wir haben daheim eine Werkstatt und ich bin quasi als kleines Kind immer
mit in die Werkstatt gezogen worden und habe dabei mitgeholfen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann, wo es denn Schule fertig war und alles, habe mich dazu entschieden, ich will auf jeden Fall einen Metallberuf machen. Und so bin ich dann hier in der ZF gelandet. Jedes Teil, das verbaut wird, ist per Computer registriert. Dieser überwacht auch die Montage. So können unterschiedliche Getriebevarianten gleichzeitig hergestellt werden. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Deshalb kommt jedes Getriebe noch auf den Prüfstand. ZF-Produkte stecken wirklich überall drin. Übrigens, spezielle Getriebe entwickelten ZF-Ingenieure für den Zeppelin NT. Seit 25 Jahren kreisen wieder Luftschiffe über dem Bodensee. Aus der Vogelschau sind Werk 1 und Werk 2 der ZF Friedrichshafen gut zu erkennen. Der Technologiekonzern ist einer der heimlichen Wirtschaftsriesen im Land. Hier von der Zentralverwaltung aus werden 230 Standorte in 40 Ländern gesteuert. Weltweit hat die ZF 134.000 Mitarbeiter. Davon arbeiten 9.000 in Friedrichshafen. Die ZF und Friedrichshafen. Dahinter steckt ein wahrer Pionier. Mit seiner Vision von lenkbaren Luftfahrzeugen macht Graf Ferdinand von Zeppelin den Bodensee zum Hightech-Spot. Am 4. August 1908 startet LZ-4 zu einer folgenreichen Testfahrt. Graf Zeppelin will Kaiser und Militär von seinem Luftschiff überzeugen. Aber LZ-4 muss in echter Dinge notlanden. Ein Unwetter zerstört das Luftschiff und die Pläne des Grafen. Rettung bringt eine Welle der Hilfsbereitschaft quer durch alle Schichten der deutschen Bevölkerung. Es wäre vorbei gewesen, wenn nicht wirklich dieser immense Segen, dieser Volksspende, also dieser Geldregen, der hier förmlich nach Friedrichshafen kam, natürlich auch getragen von nationaler Euphorie und Nationalismus. Aber dieses Geld ermöglichte Graf Zeppelin dann letztendlich all diese unzähligen technologischen Probleme, die der Luftschiffbau in dieser Zeit einfach aufwarf, nach und nach systematisch anzugehen und zu lösen. Ein notorisches Problem der ersten Zeppeline waren rumpelnde Propellergetriebe. Bis in die Führergondel war das Gekreische der Zahnräder zu hören. Zudem verursachten sie gefährliche Pannen. Die Lösung kam aus der benachbarten Schweiz. Dort war es dem Ingenieur Max Mark gelungen, Zahnräder von mathematischer Präzision herzustellen. Mit dem vielen Geld der Zeppelin-Stiftung wird 1915 die Zahnradfabrik Friedrichshafen gegründet. Was Konstrukteure entwerfen, setzen nun die fabelhaften Maschinen des Schweizer Erfinders aufs Haar genau um. Dreht sich das Rad, dann kommen bogenförmige Zähne heraus. Gradflanken-Kegelräder macht man auf diese Weise. Hier wird ein schräg verzahntes Rad geschnitten. Und hier die Stoßmaschine für genaueste Arbeit. Ein Stoß wie der andere. Gerade oder schräg. Die Fähigkeit, Zahnräder von höchster Präzision und Zuverlässigkeit massenhaft herzustellen, revolutioniert den Getriebebau. Und damit die Welt der Mobilität. Der Luftschiffbau war in seiner Zeit ein Innovationsmotor erster Ordnung, vielleicht vergleichbar mit der Raumfahrt in den 60er und 70er Jahren. Es galt im Luftschiffbau unendlich viele Herausforderungen zu lösen. Wichtige Stichworte sind Leichtmetallbau, Antriebstechnik, Flugwetterkunde, Navigationsverfahren oder Funktechnik. Traditionen setzen sich fort. Der Bodensee. Eine der wichtigsten Hightech-Regionen Europas. Natürlich bei diesem Innovation Park 2015 darstellen wollen.
Vordermann, das ist der elektrische Antrieb. In diesem Meeting geht es um die Zukunft, genauer gesagt um Innovationsträger 15. Ein Smart Urban Vehicle, also einen Cityflitzer, haben sich die Entwickler vorgenommen. Der soll mit null Emission, also mit Elektroantrieb unterwegs sein, in der kleinsten Parklücke Platz finden und der Clou, dem Fahrer das Einparken gleich ganz abnehmen. Das heißt, wir müssen eigentlich komplett vorne alles rausnehmen und eine neue Struktur schaffen, damit wir das Rad vernünftig führen können in diesem Bereich. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein solches Auto konstruieren zu wollen? Bereitet Ihnen das Einparken etwa Probleme, Dr. Domian? In der Regel habe ich keine Probleme beim Einparken. Hin und wieder, wenn die Parklücke besonders eng ist, dann vielleicht schon mal. Wie kommen wir da drauf, so ein Auto zu entwickeln? Wir haben hier im Bodenseeraum vergleichsweise noch viel Platz im Vergleich zu Megacities. Dort geht es sehr eng zu und dort wollen wir natürlich wirklich eine hohe Wendigkeit haben, enge Wendekreise, um sehr enge Parklücken nutzen zu können. So stehen Entwicklungsingenieur Wolfgang Kinzelmann und seine beiden Kollegen vor einer kniffligen Aufgabe. Arnold, das bedeutet, dass die zwei Elektromotoren praktisch autark jeweils am Rad sitzen. Die Arbeitsergebnisse von verschiedensten Entwicklerteams müssen abgestimmt werden. Gut 100 Spezialisten der unterschiedlichsten Fachrichtungen sind an dem Projekt beteiligt. Gesucht wird noch eine extrem bewegliche Achskonstruktion. Sonst wird's mit dem Einparktalent von IT15 nichts. Beim Elektroantrieb ist man weiter. Und wie viel Leistung sollen die dann haben, die zwei? Also in Summe werden sie 80 Kilowatt haben. Da, wo die Entwickler heute sind, möchte Maschinenbaustudentin Maike Beck auch einmal hin. Ich absolviere hier die Praxisphasen von meinem Studium bei der ZF. Und obwohl vor allem die Fertigung ziemlich männerdominiert ist, macht es mir total viel Spaß, hier zu arbeiten. Und ich kann mir deswegen auch gut vorstellen, dass ich später mal im Management einen Job übernehme hier in der ZF und da halt auch richtig Verantwortung trage. Für ihre Semesterarbeit forscht Maike in der Getriebegehäusefertigung. Die tun gerade ausblasen. Ihr Thema: absolute Reinheit im Fertigungsprozess. Das machst du jedes Mal oder nur? Beim jeden Fall, richtig. Dazu muss Maike die einzelnen Produktionsschritte daraufhin analysieren, ob und auf welche Weise Verunreinigungen entstehen können. Wie zum Beispiel hier beim Entgraten von Bohrungen und Kanten. Um noch so kleine Restpartikel zu vermeiden, werden die Bauteile vor der weiteren Montage in einer speziellen Waschmaschine gereinigt. Und die Vorgaben sind alle dokumentiert. Doch ob dieses Reinigungsverfahren wirklich die strengen Vorgaben erfüllt, kann Maike nur mit einem aufwendigen Analyseprozess ermitteln. Dabei werden die zu prüfenden Teile mit einer genau dosierten Menge an Flüssigkeit sorgfältig abgespült. Sollten Partikel ausgewaschen werden, verfangen diese sich in einem feinen Filter. Nach dem Trocknen des Filtrats kann es Maike unter dem Mikroskop untersuchen. Ich untersuche jetzt hier gerade das Ergebnis von dem Analyseprozess von der technischen Oberflächenreinheit der Bauteile. Und das sieht man jetzt schon, dass die Partikel alle in Ordnung sind. Also die sind alle im Toleranzbereich. Wenn die im Bauteil sind, kann es auch schon sein, dass wegen so einem Partikel mein Getriebe ausfällt. Und die Getriebe sind ja Nutzfahrzeuge, auch verbaut. Und das wäre natürlich fatal, wenn dein Getriebe ausfallen würde. Doch nicht nur als duale Studentin lernt Maike, Verantwortung zu übernehmen. Das macht sie schon in ihrer Freizeit als Teamleiterin bei der Formula Student. Wir werden sie beim ZF Race Camp wiedersehen. Apropos Verantwortung. ZFler werden zu reinsten Kontrollfreaks, wenn es um Qualität und Optimierung geht. Gefragt sind Multitalente wie Akustikexperte Tobias Föhringer. Er spielt Klavier und Geige. Sein Gespür für Misstöne hilft, Getriebeprobleme zu erkennen. Bei den Akustikmessungen haben wir immer Begleitung dabei. Hier unseren Kunstkopf auf dem Beifahrersitz in der Regel. Das Schöne ist, es redet einem auch keiner
hinein. Und da wir Akustikmessungen machen, ist es natürlich entscheidend, dass wir also nur das Originalgeräusch aufnehmen und keine Störgeräusche drin haben. Wir wollen hier natürlich unsere ZF-Komponenten bewerten. In dem Fall ist es das Getriebe. Und müssen dazu natürlich in der Lage sein, möglichst präzise hinzuhören, möglichst fein zu analysieren. Ist es eine Verzahnung, ist es eine Pumpe, ist es irgendeine andere Komponente, die uns hier vielleicht ein Geräusch erzeugt? Das können wir dann sehr gut im Labor, indem wir es nochmal abhören, hier mit einer sauberen binauralen Aufnahme. Binaural heißt eine Stereoaufnahme, zwei Mikrofone, linkes Ohr, rechtes Ohr, wie beim menschlichen Kopf auch. Übrigens, Akustikmessungen zur Kontrolle von Getrieben sind alles andere als neu. Eine Probe noch, die letzte. Trotz seiner großen Leistung soll das Getriebe unhörbar arbeiten. Denn die beste Arbeit ist immer die, von der man nichts hört. Nach Mikroskopen und Schublehren spannt man jetzt das elektrische Ohr ein. Und unbestechlich erweist der Lautstärkezeiger, ob die zulässige Phonzahl eingehalten wird. Ein Raum, akustisch vom restlichen Gebäude vollkommen abgekoppelt. So sieht heute der Arbeitsplatz der Getriebeakustiker aus. Auf dem Prüfstand ein Getriebe für einen kleinen LKW, das gerade entwickelt wird. So gut wie unverrippt. Wir versuchen uns jetzt hier einen ersten groben Eindruck zu verschaffen, indem wir am Getriebe entlang schnipsen. Hohe Stellen sind, die besonders gut Schall abstrahlen. Hinterher geht es ja dann darum, zu entscheiden, müssen wir vielleicht irgendwo noch eine Verrippung aufbringen. Wenn also bestimmte Stellen zu viel Schall abstrahlen, dann kann man da mit Verrippungen was bewegen. Das Ziel ist, ein Getriebe zu entwickeln, was akustisch den Anforderungen entspricht, dass der Endkunde keine störenden Geräusche wahrnimmt. Und zum einen ist es im Pkw-Bereich dann Innengeräusch geprägt für den Komfort. Und vom LKW-Bereich erkennen wir eher die Außengeräuschproblematik. Hightech im Einsatz. Mithilfe einer akustischen Kamera lassen sich Geräuschquellen sichtbar machen. Also im Start. Wir fahren aber ziemlich niedrig los in der Drehzahl. Dann wird's spannend. Das Getriebe wird quer durch den ganzen Drehzahlbereich getestet. Und die Oberwelle gut. Die akustische Kamera zeigt genau es deutlich. Bereich, Kupplungsglocke, was man vorher beim Schnipsen schon gesehen hat. Also da müssen die Konstrukteure noch mal ran. Das Getriebe produziert noch zu viel Lärm. Laut und immer aggressiver lärmt die Propaganda der Nationalsozialisten in den 30er Jahren, während die Zahnradfabrik Friedrichshafen immer neue Umsatzrekorde feiert. Das Unternehmen wandelt sich im Zuge der Aufrüstung durch das NS-Regime zum Rüstungsproduzenten. Es ist völlig klar, dass das hohe technologische Niveau, das die Betriebe hier hatten, in die Kriegsvorbereitungen und die immer massivere Aufrüstung der Nationalsozialisten einfloss. Um nur ein Beispiel zu nennen, man muss sich vorstellen, dass im Zweiten Weltkrieg 92% aller Panzergetriebe von der ZF stammten. Dazu kommt, dass praktisch 100% sämtlicher Wehrmachtspanzer mit Maybach-Motoren ausgerüstet waren. Also allein an diesen Zahlen wird die Dimension dieses Rüstungsstandortes natürlich mehr als deutlich. Zwischen Juni 1943 und Februar 1945 treffen 11 alliierte Luftangriffe Friedrichshafen. Am Ende liegen 2/3 der Stadt in Trümmern. Das Stammwerk von ZF wird zu 80% zerstört. Glücklicherweise kommt es nicht zur befürchteten Demontage. Aber die erste Neuentwicklung, der Champion, floppt. Dem Unternehmen bleibt das Kerngeschäft. Getriebe für Verkehrs- und Landmaschinen. Für die Schicksalsgemeinschaft Friedrichshafen und ZF
bedeuten die Nachkriegsjahre einen Neuanfang. Die Stadt wird Eigentümerin der Zeppelin-Stiftung und hält nun 93,8% der Anteile am ZF. Eine glückliche Liaison. Auch für die Bürger, die sich beispielsweise über ein großartiges Medienhaus in bester Lage freuen dürfen. ZF und Friedrichshafen, das ist eine einzigartige Geschichte. Eine Stadt, die über ihre Stiftung einen Weltkonzern wie die ZF ihr eigen nennt. Die besten Getriebe der Welt, sie kommen vom Bodensee. Die Dividenden der ZF fließen in den Stiftungshaushalt. Das ermöglicht uns vieles, was viele Städte in Baden-Württemberg nicht können. Um es mit einer Zahl auszudrücken, ohne ZF keine Dividenden. Der Stadt würden jährlich rund 50 Millionen Euro für kulturelle und soziale Aufgaben fehlen. Für die ZF ist das Stiftungsmodell in der momentanen Situation, aber auch in der Unternehmensgeschichte, ein Erfolgsmodell gewesen. Langfristige Orientierung, nicht auf Quartalszahlen aus sein, sondern technologisch führende Produkte zu entwickeln. Ein Eigentümer, der das beobachtet, begleitet, unterstützt dann. Das ist klassisch eine Win-Win-Situation für die ZF wie für die Stadt und die Stiftung. Apropos Entwicklung. Wie steht's eigentlich um Innovationsträger 15? Haben die Konstrukteure eine Lösung gefunden, die den Einschlagswinkel der Vorderräder von 75 Grad erlaubt? Denn nur so wird der projektierte Cityflitzer zum Einparkwunder. Vielleicht kann man es auch noch mal ganz gut sehen, unterhalb vom Querlenker durchgehen. Es sieht gut aus. Spurstange, ja? Die wurde da genau integriert. Richtig. Ingenieur Alexander Neu hat ein Video mitgebracht, das zeigt, auf dem Prüfstand meistert die entwickelte Achskonstruktion selbst härteste Belastungstests. Wenn man sitzen würde, wenn die Achse verschraubt ist. Also man kann hier letztendlich, wenn man von der Mitte herauskommt, die Achse ganz gut erkennen. Doch die Zeit drängt. Innovationsträger 15 soll in wenigen Wochen der Fachpresse vorgestellt werden. Meine Mannschaft schafft es, da bin ich mir sicher. Wir sind Herausforderungen gewohnt. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben im letzten Jahr mit dem Innovation Truck 2014 haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, wirklich harte Nüsse zu knacken. Und ich habe manchmal den Eindruck, unsere Mannschaft kann nicht nur harte Nüsse knacken, sie kann sogar zaubern. Das ist der Innovation Truck, von dem gerade die Rede war. Der kann Sachen, von denen Brummifahrer und Spediteure träumen. Das beginnt mit dem Griff zum Tablet. Hallo. So, schauen wir, dass wir den Asch in die Halle kriegen, oder? Denn per Touchscreen und einer ausgeklügelten Rangier-App soll selbst ein ungeübter Mitarbeiter einen Lang-LKW auf dem Speditionshof fernsteuern können. Ich bin gespannt, ob man in die Halle reinkommt. Ja, das wird gleich eine interessante Aufgabe werden. Der Lastzug bewegt sich lautlos wie von Geisterhand. Null Abgas. Jetzt lenkt man ein. Dafür haben die ZF-Ingenieure einen Elektromotor in die Kupplungsglocke geplant. Wir versuchen da rückwärts in die Halle reinzufahren. Ne? Der Fahrer vorne im Fahrzeug selber hat jetzt keine Chance, den Anhänger hinten noch zu sehen, weil die Spiegel, die Sicht nach hinten, sind einfach durch den Auflieger verdeckt. Bei diesem Test gehen die Ingenieure Ulrich Weinmann und Benjamin Dietrich an die Grenzen. Ist das zu schaffen, das Riesending ferngesteuert in die Halle zu manövrieren? Der enge Winkel, LKW plus Auflieger plus Anhänger, das macht 25 Meter. Am Steuer würde ich das, glaube ich, nicht hinkriegen. Also ich würde mal behaupten, nicht mal ein geübter LKW-Fahrer kriegt das Ganze hin. Ja, der sieht ja jetzt gar nichts, ne? Eben. Der sieht ja nichts aus der Kabine. Was man nicht sieht, kann man nicht steuern. Beeindruckend. Geht da noch mehr? Also man kann sich auch vorstellen, dass die LKWs dann ganz ohne Bediener sogar vollautomatisch an die Rampe hinrangieren. Von den Profis zum Nachwuchs. Der läuft sich schon mal warm. Beim ZF Race Camp präsentieren 120 Teams zum ersten Mal ihre Prototypen. Mit im Wettbewerb ist auch das Team von Maike Beck. Sie rechnen sich gute Chancen auf den Gesamtsieg bei der Formula Student aus, die insgesamt aus mehreren Rennen besteht. Wenn das Auto fährt,
eine super Leistung. Das haben wir in den vergangenen Jahren nicht immer geschafft, deswegen sind wir sehr zufrieden. Momentan ist nichts los auf der Teststrecke. Wir können testen, wir haben Zeit zu fahren. Wir machen jetzt ordentlich Kilometer. Läuft alles nach Plan. Die Performance des Elektroboliden beeindruckt. 210 Kilo schwer, beschleunigt er in 2,6 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Das entgeht auch den anderen Teams nicht. Ein Jahr lang haben sie an ihrem Prototypen gearbeitet. Zum Team gehören rund 100 Studenten. Maike hat die Leitung. Ein Riesenjob. Zumal die eine Hälfte am Technikcampus Friedrichshafen studiert, die andere an der Oregon State University. Teamarbeiten, das macht mega viel Spaß. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dazuzugehören und gemeinsam was zu erreichen. Und einfach, dass man sieht, man steckt so viel Arbeit rein und am Ende kann man zusammen alles schaffen und das Auto fährt und man hat Spaß auf den Events. Bei der Formula Student gewinnt das Team mit dem besten Gesamtpaket aus Konstruktion, Rennergebnissen und Projektmanagement. Es reicht also nicht, der Schnellste zu sein. Die angehenden Ingenieure müssen überzeugen, wenn künftige Kollegen kritische Fragen stellen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, wir sind super vorbereitet, wir sind bereit für alle Fragen und ich denke, wir machen das auf jeden Fall. 36 Hochschulteams sponsert die ZF bei der Formula Student und will damit im Wettbewerb um den talentierten Nachwuchs punkten. Künftige Entwicklungen vorauszusehen, war immer wichtig für das Unternehmen. Zum 100. Geburtstag 2015 macht sich die ZF das größte Geschenk selbst, kauft den nahezu gleich großen US-Konkurrenten TRW und gehört nun zu den Top 3 der Autozulieferer weltweit. Mit strategischen Übernahmen gelang es schon früher, Know-how und Angebotspalette zu steigern. Deswegen hat sich Vorstandsvorsitzender Stefan Sommer für diesen größten Ankauf der ZF-Geschichte entschieden. Das ist auch die Motivation zur Akquisition des Unternehmens THW, die uns maßgeblich in zwei Bereichen, nämlich der Fahrzeugsicherheit und des automatisierten Fahrens, nach vorne bringen. Und hier wollen wir jetzt technologisch innovativ auch die nächsten 100 Jahre führend sein. Das sind Momente des Glücks für einen Entwicklungsingenieur. Konstruktionspläne haben Gestalt angenommen. Innovationsträger 15 ist flügge geworden. Der Cityflitzer rauscht mit seinen zwei Elektromotoren lautlos daher und kann mit seinem winzigen Wendekreis fast Pirouetten drehen. Nun die Königsdisziplin, autonomes Einparken. Der Befehl kommt von der Smartwatch. Die Elektronik soll jetzt selbstständig die freie Lücke erkennen und einparken. Soweit die Theorie. Aber klappt's auch? Passt. Ja. Sieht gut aus. Super. Endposition erreicht, wir stehen drin. Top, wir sind eingefahren. Super. Technikfreaks wird's noch interessieren. 12 Ultraschall- und 2 Infrarotsensoren an Front-, Heck- und Längsseiten liefern die Informationen. Das andere übernimmt die Einpark-App. Man darf gespannt sein, was sich die ZF-Entwickler in Zukunft noch alles einfallen lassen.